Natürlich war das ein schöner Wahlabend und natürlich gibt das Rückenwind. Wir lagen über Monate Kopf an Kopf. Und dann kamen einige, die sagten, es gäbe so etwas wie einen Schulz-Effekt. Und ich war immer skeptisch, erfasst der eigentlich nur SPD-Funktionäre oder kommt der auch bei den Menschen an? Und das Saarland war der erste Test, wo er nicht gewirkt hat. In Schleswig-Holstein hat er auch nicht gewirkt. Und insofern habe ich die große Hoffnung, dass am nächsten Sonntag über Landespolitik entschieden wird und nicht über Effekte. Und die Bilanz in Nordrhein-Westfalen ist natürlich noch schlechter als in Schleswig-Holstein. Wir sind bei vielem Schlusslicht, bei der inneren Sicherheit, bei der Bildung, sodass die Chance groß ist, dass die CDU stärkste Partei wird. Also wir machen ja unsere eigene Arbeit und die machen wir seit vielen, vielen Monaten auch konzeptionell, sodass wir unseren eigenen Wahlkampf führen. Nein, also das würde ich nicht sagen. In Schleswig-Holstein war es vor 5 Jahren Kopf an Kopf und die CDU lag sogar leicht vorne. In Nordrhein-Westfalen ist die Ausgangslage natürlich eine völlig andere. Frau Barley hat das ja gestern noch mal als die Herzkammer der Sozialdemokratie beschrieben. Und insofern ist der Kampf etwas anspruchsvoller. Aber ich glaube, dass wir trotzdem große Chancen haben, stärkste Partei zu werden. Herr Albig hat einen Fehler gemacht, den ich finde, Frau Kraft auch macht, dass sie nämlich nicht klar ein Bündnis mit der Linken ausschließt. Das spielt bei uns im Wahlkampf eine große Rolle. Und ich fordere Sie jetzt auch noch einmal auf, Rot-Rot-Grün ein für alle Mal auszuschließen. Wir schließen beide die AfD als Partner aus, aber bei der Linken ist die SPD nicht klar. Und ich glaube, das schadet ihr auch beim Wähler.